Danke. Nach allem, was ich gehört habe, wollte ich jetzt sagen. Wir sprachen gerade über eure Erfolge. Das Militär scheint hinter euch her zu sein. Ich habe sie aufgeschreckt. Das macht unser Vorhaben nur noch schwerer. Der Mann, den wir jagen, hat sich versteckt. Und das im Schutz seiner Soldaten. Dann kämpfen wir uns zu ihm vor. Schier unmöglich. Selbst für einen Mann mit euren Fähigkeiten. Doch ich habe eine unkonventionelle Idee. Ihr seid unser Gefangener. Und wir präsentieren euch für das Kopfgeld. Was in meinem Teil von New York mit Rebellen geschieht. Diese Männer... Oh!
dieser Mann. Er dachte, er täte das Richtige. Jawohl. Genau wie seine Brüder. Wer war er eigentlich? Es gibt mächtige Gruppierungen, die Kontrolle wollen. Mehr nicht. Der Mann gehörte einer an. Das überrascht mich nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber wenn ihr meine Hilfe braucht, würde ich mich glücklich schätzen. Seid ihr toll? Wofür war das denn? Halte den Mann! Bitte, Herr! Du kommst nicht vorbei! Danke. Danke.
runter! Leute gesammelt. Habe ich hier für euch gute Leute gesammelt. Wenn ihr nicht ganz zufrieden seid, dann kriegt ihr den halben Preis. Wenn ihr was braucht, lass ich.
Guten Abend, Connor. Es ist ja noch alles dran an dir. Hast du dich von den Schlägen erholt? Benjamin Church hat sich in einer verlassenen Brauerei in Wassernähe versteckt. Bis Sonnenaufgang sind wir fertig mit ihm. Gut. Ich möchte die Vorräte so bald wie möglich zurückgebracht haben. Natürlich. Ich will dich nicht von deinem sinnlosen Treiben abhalten. Dann komm mit, folge mir. Sag mir was. Du hättest mich beim ersten Treffen töten können. Was hat dich davon abgehalten? Neugierde. Noch weitere Fragen? Wonach trachten die Templer wirklich? Ordnung. Sinn. Richtung. Nicht mehr als das. Ihr seid es, die alles mit diesem Gefasel von Freiheit durcheinander bringen. Vor langer Zeit verfolgten die Assassinen ein edleres Ziel. Nämlich den Frieden. Freiheit ist Frieden. Oh nein. Sie ist Aufforderung zum Chaos. Sieh dir nur diese Revolution an, die deine Freunde begannen. Ich stand einmal vor dem Kontinentalkongress und hörte ihr Gestampfe und Geschrei. Alles im Namen der Freiheit. Doch es ist nur Lärm. Und deswegen begünstigst du Lee? Er versteht die Bedürfnisse dieser Möchtegern-Nation besser als die Holzköpfe, die behaupten, sie zu repräsentieren. Es kommt mir vor, als hättest du saure Milch getrunken. Das Volk hat seine Wahl getroffen. Es wählte Washington. Nicht das Volk hat gewählt. Es war eine Gruppe privilegierter Feiglinge, die sich zu bereichern suchten. Sie kamen geheim zusammen und trafen die Entscheidung, die ihnen passte. Oh, sie haben es in schöne Worte gepackt. Doch dadurch wird es nicht wahrer. Der Unterschied, Connor. Der einzige Unterschied zwischen mir und deinen Leuten ist, dass ich kein Mitgefühl heuchle. Einen Moment. Church, du gerissener Bastard. Was ist? Ich hatte vor, dich durch die Wachen zu schleusen, doch er hat sie durch Leute ersetzt, die ich nicht kenne. Ist auch vorbeigelangt, ohne Verdacht zu erregen. Aber du? Nein. Entweder zusammen oder gar nicht. Was schlägst du denn vor? Ich suche eine Wache der Dienstfreiheit und nehme seine Wache. Wie du meinst. Ich warte hier auf dich. Natürlich tust du das. Oh, entschuldige. Willst du vielleicht, dass ich mitkomme und deine Hand halte, dir aufmunternde Worte zuflüstere? Thank you.
Hier drin steckt eine kleine Schisser. Ich will wirklich keinen Streit. Lass mich gehen! Was hast du vor dir? Du da! Komm runter! Komm runter da, sag ich! Zurück auf den Boden! Das sollte reichen. Folge mir. Halt, Fremde! Das ist Privatgelände. Was habt ihr hier zu suchen? Der Vater des Verstehens leitet uns. Dich erkenne ich, aber nicht den Wilden. Er ist mein Sohn. Ein wildes Früchtchen gekostet, ja? Frei mit euch. Verschlossen. Gib mir einen Moment. Es muss befremdlich sein, von meiner Existenz zu erfahren, wie du es hast. Ich muss sagen, ich bin neugierig, was deine Mutter von mir erzählt hat.
Ich habe mich immer gefragt, wie mein Leben verlaufen wäre, wären wir zusammengeblieben. Wie geht es ihr eigentlich? Tot. Ermordet. Was? Das tut mir sehr leid. Es tut ihr leid. Sie verbrannte bei lebendigem Leib. Ich vergesse nie ihr Gesicht, als sie mich fortschickte. Charles Lee ist verantwortlich für ihren Tod. Auf deinen Befehl. Und es tut ihr leid. Unmöglich. Ich gab keinen solchen Befehl. Sogar ganz im Gegenteil. Sie sollten die Suche nach den Vorläufern abbrechen. Wir mussten uns praktikableren Zielen zuwenden. Es geschah. Und ich kann es nicht vergessen. Benjamin Church, ihr seid schuldig des Betrugs am Templerorden und der Missachtung unserer Prinzipien zur eigenen Bereicherung. In Anbetracht eurer Verbrechen verurteile ich euch zum Tode. Jetzt! Ihr seid zu spät. Church und die Ladung sind längst fort. Und ich fürchte, ihr werdet nicht in der Lage sein, ihnen zu folgen. Wir wählten die Seite des Siegers! Die Briten gewinnen diesen Krieg! Euch waren Prinzipien immer wichtiger als Profit. Vielleicht zerbröckelt euer kleines Reich genau deswegen. Einen schönen Traum hattet ihr da. Doch es war nie mehr als nur ein Traum. Seht, wie dieses Halbblut kämpft, wie ein wilder Hund. Bringt ihn mal lieber zum Schweigen, Jungs. Diese zwei, schnappt sie! Lasst sie nicht entkommen! Packt ihn! Den Indianer auf! Schnappt sie euch! Kinder, unseren Halbblut! Umstellt sie! Church. Ich sag's euch, alles was ihr wollt, aber versprecht mir, mich nicht zu töten. Du hast mein Wort. Er brach gestern auf nach Martinique, an Bord eines Handelsschiffes namens Welcome. Das halbe Schiff ist voll von den Sachen, die er den Patrioten gestohlen hat. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre. Euer Versprechen. Er hat es ja auch gehalten. Gehen wir. Wir müssen schleunigst hier raus. Was du nicht sagst. Das ist nicht der Moment zum Herumtrödeln.